Schön, dass du dabei bist. Seid ganz herzlich gegrüßt mit dem Segensgruß unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Friede sei mit euch. Möge Gott dir Frieden in deinem Herzen, in deiner Familie und in deiner Wohnung schenken. Ich grüße dich hier von Abbotsford im Allianz-Gottesdienst der drei deutschsprachigen mennonitischen Gemeinden, mennonitischen Kirchen. Heute machen wir weiter mit dem Studium des Wortes Gottes aus den Psalmen. Gott hat heute für dich bereitet, was du gerade brauchst. Wenn er diesen Gottesdienst gebrauchen will, um es dir zu schenken, dann empfange es. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Schöpfer und Erhalter des Universums, danke, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du Jesus, seine Jünger, gelehrt hast, wie wir beten sollen. Und so folgen wir dieser Anweisung und beten: Vater unser, der du bist in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, Halleluja. Amen. So ist es. Ich will fragen, Jesus, dir von Tag zu Tag, dir nur dienen will ich, Herr. Ob ich hin und wieder auch ermüden mag, dir nur diesen will ich, Herr. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr, allein. Lass mich nie vergeuden, eine goldene Stunde, dienen dir nur dir, mein Herr. Stets gebet ich des Befehls aus deinem Mund, neben bereit. Alle Kräfte hab ich dir geweiht, ja dir in Zeit und alle Ewigkeit will ich dienen, Herr, allein. Deinem Dienste bis mein letztes Stündelein schlägt und ein zu dienen, dann mit einem besseren Dienst dort in ewiger Seligkeit. Herr, ich steh zu deinem Dienst bereit, alle Kräfte hab ich dir geweiht, in dir, in Zeit und alle Ewigkeit. Heute machen wir weiter mit der Betrachtung des Wortes Gottes aus den Psalmen. Gottes treuer Diener, der schon länger im aktiven Ruhestand lebt, Ernst Janssen aus der Kingrud-Mennoniten-Brüdergemeinde,
wird uns mit dem Wort heute dienen. Möge Gott sein Wort an uns allen segnen. Jetzt ist das Wetter noch sehr warm, für manche ein bisschen zu warm, aber keine Angst, der Winter kommt. Und im Winter kann es passieren, dass es glatt ist. Und dann kann es ganz geschehen, dass wir plötzlich die Balance verlieren, dass der Boden unter uns wackelig wird. Das kann manchmal sehr böse ausgehen. Das kann eine blutige Nase geben, das kann einen Knochenbruch geben oder noch schlimmer. Aber es kann auch im Sommer passieren. Wenn es viel geregnet hat, wenn der Boden glatt ist oder matschig noch sogar und wir nicht aufgepasst haben und wir nicht hingeschaut haben und ehe wir uns versehen, dann liegen wir im Dreck. Wenn wir eine physische Verletzung haben, dann kann das schmerzhaft sein. Aber der Körper heilt sich sehr schnell und dann mit der Zeit vergessen wir die ganze Sache. Es kann aber auch in der Kirche passieren. Ja, da verwickelt man sich im Mikrofonkabel, ja? Ja, ihr habt vor einigen Wochen gesehen und auch heute, ja? Und man muss da so einige unelegante Verrenkungen machen, damit man nicht das Gleichgewicht verliert und nicht vor der Gemeinde stolpert und fällt. Ich bekam in der vergangenen Woche, einen kurzen Brief von jemand, der unsere Gottesdienste online sieht. Und dann steht in dem Brief: Ich hoffe, du hast dich nicht ernstlich verletzt beim Stolpern. I love humor. Aber wisst ihr, es gibt noch ein anderes Stolpern und Fallen. Da ist zum Beispiel der moralische Ausrutscher, ja? Wenn man irgendwie eine verbotene Beziehung hat mit jemand, was zum Ehebruch führen kann, zu einem sexuellen Vergehen, zur Unzucht, es gibt auch Korruption, Steuerhinterziehung, das sind alles moralische Ausrutscher. Wir hören immer mehr von Belästigung, Missbrauch, Misshandlung und Leute werden angeklagt wegen all diesen Dingen. Politiker, Geschäftsleute, irgendwelche Leute. Und viele Menschen sind schon in Unehre und in Schande geraten und gefallen und haben ihren guten Ruf verloren und haben auch den finanziellen Ruin erlebt. Und anscheinend hat alles dieses etwas mit unseren Augen zu tun. Wir schauen nicht hin, wo wir hintreten und rutschen aus. Wir sehen das Kabel nicht. Wir sehen wohin, wo wir nicht hinschauen sollen. Und wir müssen uns immer wieder fragen, was zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich? Was ist interessant für uns? Wo sehen wir hin? Was ist für uns wichtig? Welches Traumbild haben wir? Welches Fantasiebild haben wir? Und da steht etwas im Psalm 73, das uns auch irgendwie helfen kann. Der Psalmist spricht auch von Ausrutschen, von Fallen. Aber sein Ausrutschen und Fallen ist nicht physisch, auch nicht moralisch, sondern hier ist ein Mensch, der erlaubt uns, tief in sein Herz hineinzusehen. Und sein Problem war, er hatte innere Anfechtungen. Vielleicht kennen wir das auch. Zuerst war da so ein bisschen Neid. Neid und Eifersucht. Es war nicht so, dass er den anderen Leuten nicht gönnte, was sie hatten. Aber er schielte so ein bisschen über den Zaun und hat einmal gesehen, wie die oberen 10.000 leben, ja. Und dann hat er gesehen, das Gras sieht viel grüner aus auf der anderen Seite als auf dieser Seite. Und dann kommt bei ihm die Frage hoch,
warum geht es meinem gottlosen Nachbar so gut? Warum ist er so gesund und ich nicht? Warum gelingt ihm scheinbar alles? Alles, was er tut, das gelingt ihm wohl. Und bei mir scheinbar alles, geht alles schief. Warum habe ich so viele Probleme? Und Asaf, der Schreiber dieses Psalmes, ist in eine Glaubenskrise geraten. Er konnte die Dinge nicht mehr verstehen und er sagt, ich bin fast irre an Gott geworden. Hier ist, was dieser Mensch sagt. Ich wäre fast gestrauchelt, ja, nicht ganz, fast. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Er sagt, wisst ihr was, ich war beleidigt, ich war verstimmt, ich war verärgert und ich möchte mich jetzt mal mit jemand aussprechen. Ich weiß nicht, ob er sich ausgesprochen hat oder ob er es nur aufgeschrieben hat. Aber er sagte, ich will einfach mal mein Herz ausschütten. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Es war nicht so, als ob er seinen Glauben über Bord werfen wollte. No, er war einfach nur, die Dinge gingen ihm auf die Nerven. Und er schaute sich um und er sah so viel Ungerechtigkeit um sich herum. Und die Nichtgläubigen, die prahlen, die reden groß von sich selber, die tun sich wichtig, sie spucken große Töne und unglaublich, es geht ihnen gut. Es geht ihnen viel besser als denen, die Gott nachfolgen. Und das konnte er irgendwie nicht zusammenbringen. Und es hat ihn gewurmt. Und dann sagt er, für sie gibt es keine Qualen. Gesund und fett ist ihr Leib. Früher war ja Fett sein mit Gesundheit verbunden. Ja? Je fetter der Mensch, besonders vor einigen Jahrzehnten in China, wo es so wenig zu essen gab. Je fetter der Mensch war, desto besser ging es ihm, je mehr hatte er zu essen und je gesünder war er. Sie werden nicht wie andere Menschen geplagt, sagt er. Sie tun, was sie wollen, sie tun, was ihnen einfällt, sie reden böse und lästern noch dazu. Und was sagen sie? Gott merkt ja doch nicht, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich und in der Welt und werden reich. Asaf war neidisch. Und dann kommt noch Selbstmitleid dazu und dann kommt noch Selbstgerechtigkeit dazu. Und das ist alles keine gute Sache. Und er kommt so weit, dass er sagte, soll es umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ist das alles umsonst, dass ich mein Leben fromm führe? Sollte ich vielleicht auch so sein wie die anderen? Aber wenn ich das tun würde, dann würde ich meine Geschwister betrügen und die auch noch in die Irre leiten. Und das wollte er nicht. Wisst ihr, sein Problem war, er schaute immer nur auf die anderen. Er schaute auf sich selbst. Und dann sagt er, ich sann darüber nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Komme nicht zurecht damit, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und merkte auf ihr Ende, Vers 13, 16 und 17. Bis ich mal woanders hinschaute. Jetzt kommt die Wende. Er geht in das Heiligtum.
Wir wissen nicht genau, ob der Tempel damals schon stand, zu Asafs Zeiten, oder ob er in die Stiftshütte gegangen ist. Aber auf alle Fälle gibt Gott ihm eine andere Aussicht oder vielleicht auch Einsicht, ja? Und Gott richtet seinen Blick in eine andere Richtung. Er sagt, Asaf, du schaust in die verkehrte Richtung. Du schaust auf die Welt, du schaust auf die Politik, du schaust auf die Wirtschaft, du schaust, was der macht, du schaust, was der macht. Und jetzt erlaubt Gott ihm einmal so hinter die Kulissen zu schauen, hinter den Vorhang zu schauen. Und da sieht das gar nicht so prächtig aus. Ich wurde erinnert an was Paulus an die Gemeinden schreibt. Und in mehreren seiner Briefe schreibt er immer wieder, ich bete für euch, ich bete für euch. Und dann schreibt er nicht nur, ich bete für euch, sondern er schreibt sogar, was er für die Gemeinden betet. Und das, was Paulus für die Gemeinden betet, ist sehr viel anders, als was wir meistens für andere Leute beten. Dies ist, was Paulus an die Epheser schreibt. Epheser 1, die Verse 16 bis 18. Er schreibt, ich denke euch an euch in meinem Gebet und bitte, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr seht, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, welcher Reichtum an Herrlichkeit den Heiligen zuteil wird. Das sind sehr unterschiedliche Gebete des Apostel Paulus. Und wir haben diese Gebete nötig. Solche Gebete sind vor Gott wohlgefällig. Weil wir haben uns seit 2000 Jahren nicht geändert, seit Paulus dieses Gebet betet. Wir haben uns auch seit 3000 Jahren nicht viel verändert. Wir schauen genauso wie Asaf auf die anderen. Wisst ihr, das geistliche Leben, das geistliche Wachstum wird gehemmt, weil unser Blick, unsere Augen fast ausschließlich aufs Diesseits gerichtet sind. Ich weiß nicht, wie viel Prozent ich angeben sollte, was uns von diesseits interessiert und wie wenig wir auf das Jenseits schauen. Wisst ihr, Geschwister, wir haben vier Augen. Wir haben diese Augen, unsere physischen Augen, und dann, wie Paulus hier schreibt, haben wir auch die Augen unseres Herzens. Und diese Augen hat Gott uns durch die Wiedergeburt geschenkt. Wir können mit diesen Augen die geistlichen Werte und die geistliche Welt sehen. Aber diese Augen kann uns nur der Heilige Geist öffnen. Und wir müssen immer wieder mehr darum bitten, Herr, öffne meine geistlichen Augen, öffne die Augen meines Herzens. Weil die Dinge, die wir mit unseren physischen Augen sehen, die sind vergänglich. Die sind in ein paar Jahren für uns nicht mehr wichtig. Und in meinem Alter vielleicht ein paar Monate nicht mehr wichtig. Aber die geistlichen Augen, die werden sehen in alle Ewigkeit. Das ist wichtig für uns. Aber leider ist unser Fühlen, unser Denken so überfüllt mit dem, was die Welt in uns hineinpumpt. Wie ich schon sagte, jener hat das gesagt und jener hat das gesagt und ich denke noch anders und das sind alles Ablenkungsmanöver von dem bösen Feind. Der will sozusagen die verbotene Frucht in den Mittelpunkt rücken, ja? So wie bei Adam und Eva. Eva konnte gar nichts mehr anderes sehen, die musste immer nur die Frucht ansehen. Und sie sah, so schön sieht die aus und vielleicht gibt sie uns noch Weisheit. Und wie wird das sein, wenn wir Gut und Böse unterscheiden können? Und das will ich. Die geistliche Welt dagegen hat ewige Werte und die vergehen nicht. Deshalb ist es so sehr wichtig, dass wir unsere Augen mehr und mehr von den unwichtigen Dingen wenden. Jeden Tag
werden wir bombardiert von der Information dieser Welt. Und wir müssen sagen, das meiste, was wir sehen und hören, von der Information, die die Welt uns gibt, ist Lug und Betrug. Jesus sah die Dinge anders. Jesus sah mit geistlichen Augen. Und ich möchte nur kurz drei Beispiele aus dem Lukas-Evangelium erwähnen. Lukas 19, Verse 41, 42, da lesen wir: Als Jesus näher kam, sah er die Stadt, Jerusalem, und weinte über sie und sagte: Wenn doch auch du an diesem Tag erkennen würdest, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Eine große Menschenmenge umgibt Jesus dort. Er kommt, zieht nach Jerusalem ein, die Leute jubeln und jauchzen und tanzen herum und bringen alles Mögliche da. Und was sahen die Leute? Was sahen seine Jünger? Die sahen die schöne Stadt, die sahen den Tempel, die sahen die Straßen, die sahen eine große Volksmenge. Aber Jesus sah eine Stadt, die nicht merkte, dass Gottes Gericht vor der Tür stand. Und in wenigen Jahrzehnten war Jerusalem nur noch ein Trümmerhaufen. Kein Stein blieb auf dem anderen. Das ist, was Jesus sah, das Gericht Gottes über sie. Oder denken wir mal an die 72 Jünger. Jesus schickt 72 Jünger aus, sie sollen evangelisieren, sie sollen ankünden, das Reich Gottes ist gekommen, nahe herbeigekommen. Und er gibt ihnen Autorität über böse Geister und Krankheiten und so weiter. Und dann kommen die Jünger zurück und sagen: Meister, wir können böse Geister austreiben. Das ist alles, was sie gesehen haben. Wir haben es da. Und Jesus sagte: Ich sah den Satan vom Himmel stürzen. Gott hat den Satan rausgeschmissen. Ich sah schon viel mehr, viel weiter, als ihr gesehen habt. Und noch ein Beispiel. Ein Synagogenvorsteher, wir könnten heute sagen School Principal, der kommt zu Jesus und sagt: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und die Jünger sagen: Oh, hier ist ein frommer Mann. Der will das ewige Leben haben. So schön, so ein angesehener Mann. Und so demütig kommt er zu Jesus. Aber was sah Jesus? Der sah einen Mann, in dessen Herzen der Gott Mammon lebte. Der ging traurig davon. Sein Gott war Geld und Reichtum. Und jetzt noch schnell zurück zu Asaf. Dort in der Gegenwart Gottes, da gingen ihm die Augen auf und über. Und was, jetzt wollen wir mal den Kontrast sehen. Als er anfing, diesen Psalm zu schreiben, dann schreibt er: Ich wäre fast gestrauchelt. Ich ereiferte mich über die Ruhmredigen. Ich bin doch täglich geplagt. Ich hielt meine Hände rein. Ich war wie ein Tier vor dir. Ich. Wo hat er immer hingeschaut? Ach, ich armer Kerl, ja. All dieses tue ich und mir geht's gar nicht so gut. Aber als der Heilige Geist ihm die Augen öffnet, als er das Heiligtum Gottes ging, jetzt singt er mit einmal einen ganz anderen Ton. Und das sind die Schlussworte dieses Psalms sozusagen. Er sagt: Dennoch bleibe ich stets an dir. Jetzt sagt er nicht mehr ich, jetzt sagt er du. Dennoch bleibe ich stets an dir. Dies ist einer meiner Lieblingstexte im Alten Testament. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Diese Aussage des Psalmisten am Ende dieses Psalmes ist der Beweis, dass er seine Glaubenskrise überwunden hat. Er hat sie überstanden.
Und das ist ein wunderbares Wissen, dass auch wir, du und ich, diese Krise überstehen können, wenn wir damit betroffen werden. Ein Liederdichter sagt: Richte den Blick nur auf Jesus, schau voll in sein Antlitz hinein, und die Dinge der Welt werden seltsam trüb und im Licht seiner Herrlichkeit klein. Wir haben das Versprechen Gottes, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm das wahre, bleibende Glück schon hier, schon jetzt besitzen. Und wir dürfen uns freuen auf das, was noch kommen wird. Wollen wir kurz noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir in Jesus Christus alle deine Versprechungen empfangen haben, alle deine Verheißungen. Du hast uns gerufen, du hast uns gerecht gemacht, du hast uns als Erben eingesetzt in Christus. Wie können wir dir genug danken dafür, Herr? Wir wollen nicht auf das schauen, was die Welt uns zu bieten hat. Wir wollen nicht der Welt nachlaufen. Wir wollen nicht die Sprache der Welt reden, sondern Herr, schenke uns, dass wir ein tieferes Verlangen immer haben, dich zu sehen, deine Herrlichkeit, und dass wir darauf warten mit Freuden. Das bitten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und mehrest fort und fort, dann jauchzt mein Herz der große Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz der große Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Blick ich empor zu jenem lichten Welten und seh der Sterne unzählbare Schar, wie Sonn und Mond im Lichte Äther zelten, gleich goldene Schiffe her und wunderbar. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten seh, wie er das Wort des Eigentums gesegnet, wie es geliebt, begnadigt je und je. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Empfangt diesen Segen aus dem Worte Gottes. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.